Ich sehe mich halt wieder als irgendwie Kroat, Serb noch Schweizer. Das Gespräch hatte ich mit ziemlich vielen Sekundos und meine Einstellung ist so ein bisschen, dass ich mich eigentlich am wohlsten in der Diaspora fühle. Also ich habe am meisten gemeinsam, sagen wir, mit Leuten, die ein ähnliches Schicksal haben, und da ist es eigentlich egal, von wo die kommen. Ich bin Sven Ivanic, ich bin Jurist und Comedian und ich bin in Zagreb, Kroatien geboren und mit 2 in die Schweiz gekommen. Genau, also meine Mutter ist Kroatin aus Kroatien. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber auf dem Balkan und in vielen Ländern ist es so, dass du verschiedene Volksgruppen in einem Land hast. Und mein Vater ist Serb aus Kroatien, ist auch dort aufgewachsen, hat das ganze Leben in Zagreb verbracht und dort haben sich das Kennen und Lieben gelernt und haben dann geheiratet und dort war halt alles nur ein Land. Ja. In die Schweiz sind wir wegen dem Krieg gekommen. Also, wo es dann 1990, 1991 losgegangen ist, haben sie das als beste Variante gesehen und als sicherste Variante, weil halt auch wegen der ethnischen Zusammensetzung vielleicht von der Familie, dass es sicher keine einfache Situation war. Und man hat nicht gewusst, was auf einem zukommt. Und zu dieser Zeit hat man unbedingt Krankenschwestern auch in der Schweiz gebraucht und Medizinpersonal. Und dann hat meine Mutter die Chance gehabt, dort einen Job zu bekommen. Und darum sind wir gekommen. Wir sind jetzt hier vor dem Bezirksspital Affoltern und gerade gegenüber war die Wohnung, wo ich mega lange gewohnt habe als Kind. Das war der erste Job, den meine Mama in der Schweiz bekommen hat. Durch das sind wir eigentlich von Kroatien oder dort noch kurz Jugoslawien in die Schweiz gekommen. Und sie hat dann angefangen zu arbeiten, ohne ein Wort Deutsch zu können, erzählt sie immer wieder. Auf Deutsch sogar jetzt. Nein, und es war halt mega Challenge für sie, aber ich habe von dem Ganzen halt irgendwie nicht mitbekommen, weil ich bin dort einjährig war. Und sie war da am Arbeiten und das hat uns eigentlich ermöglicht, da überhaupt zu überleben und da irgendwie Fuß zu fassen. Mega harte Zeit für meine Eltern und eine mega geile Zeit für mich, weil ich bin voll behütet aufgewachsen, eben am Schlittl im Wald mit den Kollegen am Spielen und ich habe gar nicht gecheckt, was da alles los ist. Neuer dramatischer Höhepunkt im jugoslawischen Bürgerkrieg. Aus allen Kampfgebieten wurden heute wieder heftige Gefechte mit Panzern und Kampfbombern gemeldet. Ja, so habe ich bei ganz sozusagen geschützt und weit weg von dem aufgewachsen, wo eigentlich sehr nahe war. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich mit dem nie direkt zu tun hatte. Durch das älter werden und sich mehr auseinandersetzen mit der Vergangenheit und durch den Austausch mit anderen Leuten, die jetzt nicht vielleicht deine Familienmitglieder sind und dich unbedingt schützen wollen, erfährst du dann im Nachhinein irgendwie immer mehr. Dann bist du sozusagen wie im Nachhinein betroffen. Also es ist nichts im Vergleich zu den Menschen, die das halt leider wirklich haben müssen, erleben direkt. Aber es holt einem ein bisschen ein und man befasst sich nachher auch mit dem. Also, es interessiert einen, man will mehr darüber wissen, weil es die Familienbiografie halt so hart beeinflusst. Ich hatte eine absolut glückliche Kindheit. Wirklich ich wünsche, dass jeder so eine Kindheit hat und jede, weil es ist wirklich einfach magisch gewesen und voller Liebe und Zuneigung und Abenteuer. Wenn man ein bisschen älter wird und dann realisiert, was die Eltern von einem gemacht haben, was für eine harte Zeit das war und wie sehr sie dich in diesem verletzlichen Alter geschützt haben, vor allem. Es ist ein mega Mix von Gefühlen im Fall. Ich denke, je älter ich werde, immer häufiger an das. Einerseits macht es sich traurig. Also, es macht dich irgendwie traurig, dass deine Eltern, die du so liebst, so etwas Herz haben halt müssen durchmachen. Und es ist nicht ihre Schuld sozusagen. Also, und dann fängst du an, allgemein überlegen, wie viele Menschen haben so ein Schicksal, wo sie einfach voll aus dem Leben gerissen werden. Trauer ist dabei, dann ist irgendwie Stolz dabei, weil eben, sie in so einer harten Situation haben sich irgendwie aufgeschafft und sind füreinander da gewesen, sind für mich da gewesen, ich für sie und so weiter. Also hat durchaus auch positive Gefühle. Dann auch irgendwie immer wieder halt, es hat auch dumm gesagt, Entertainment. Also es ist halt wirklich auch viel Comedy-Potenzial, das ich ja schamlos ausnutze. Yeah.
Ja, zum Schluss wollte ich nur noch etwas loswerden. Und zwar finde ich sehr schön, dass wir da so durchmischt sind, dass Leute von überall da Spass haben. Also wir sind im Das Zelt, und zwar bei der Show Young Artists. Das sind ja, junge, talentierte Schweizer Künstlerinnen und Künstler, und ich bin auch dabei. Ja, wir haben heute eine Show, es ist sehr kalt draußen. Es ist Dienstagabend, mal schauen, ob jemand kommt, aber ich freue mich mega drauf. Ey, wir haben alles, also wir haben das sind Corinna und Anton, sie machen... Corinna und Anton, wie heisst euer Ding? Luftakrobatik, oder? Luftakrobatik, genau. Luftakrobatik, also wirklich mega beeindruckend. Der Dan ist vorhin da, hat sich aufgehört mit dem BMX. Wir haben die ganze Platte da ist für die Breakdancer, Sängerinnen, Sänger und Comedy, also wirklich für jeden irgendetwas, ja. Weil ich finde, der Unterschied von Schweizer und Ausländern werden immer viel zu hart dargestellt. So unterschiedlich sind wir gar nicht, außer in einem Punkt. Und den sieht man sehr gut, wenn man am 9 Uhr am Morgen schaut, welches Kind was in der Primarschule und das 9 Uhr mitbekommen hat. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, Benno. Bei den Schweizer Jungs hat es meistens so Starvida und eine halbe Cherry-Tomate gegeben. Für die ganze Woche natürlich. Es gibt, nein, Gipfel, das war erst bei den anderen. Bei den Ausländerkindern hast du gefühlt einen halben Select-Automat gehabt. Und viele haben das Gefühl, das ist, weil wir keine Ahnung haben von Ernährung. Das ist nicht der Fall. Es ist ein anderer Grund. Es ist eine reine Sicherheitsmassnahme. Ich muss mir vorstellen, wenn so ein Auto neben einem Zweitklässler anfährt, die Scheibe geht runter und so eine Stimme sagt, hey, steig ein, ich gebe dir auch zwei Sugus. Dass so ein Patrick oder Pascal ist, der Sugus einmal im Jahr sieht, an Weihnachten. So, wow, geil, steig ein und ist verloren. Aber wenn du das Gleiche an einem Dragan oder Dardan oder Ekrem sagst, er schaut nur rüber und sagt, Bro, man, zwei Sugus. Ich habe in meinem Rucksack 17 Twix, 5 Bounties, 15 Baklava, frisch von innen. Du machst, was ich sage, hast du verstanden? Danke, Mann. Die ersten Erinnerungen, die ich ans Leben habe, ich glaube, das ist wirklich der Wald in Affolter am Albis. Oh, Woodland, rife with desire. Ja, der Wald, vor allem eben das Affolter, Hedigen, Bonstetten und so weiter, der ist für mich mega speziell, weil ich da. Ich glaube, meine ganze Kindheit mit meiner Großmutter verbracht haben. Also sie ist wirklich, ich bin mit ihr kilometerweise durch den Wald gelaufen. Sie hat mir irgendwie alle Pflanzen erklärt. Ich weiß noch, sie hat mir etwas von Photosynthese erzählt, als ich irgendwie 7 war. Ich habe nichts verstanden. Nachher habe ich irgendwie gecheckt, wie spannend das ist. Das sind übrigens einfach, glaub, eine der ersten überhaupt Erinnerungen, die ich im Leben habe. Also ich weiss noch, wie wir das Strössli hochgelaufen sind und dort ein Mausefall war. Und ich das mega fasziniert mit meiner Großmutter angeschaut habe und ich das sehr cool gefunden habe. Ich denke da mega, mega an meine Großmutter, die halt immer draußen war, so ein bisschen fast Survival Skills mir probiert hat beizubringen. Das Coole war, sie war auch mega gestylt unterwegs. Also sie ist, einmal weiss ich noch, sie hat nach der Schule auf mich gewartet. Ich bin aber durch den Hintereingang raus, sozusagen, um mit den Kollegen und Kolleginnen zu spielen. Und sie ist, glaube ich, irgendwie eine Stunde vor dem Schulhaus gestanden mit so einer Russenmütze aus weißem Polarfuchs und mit so einer orangen Brille. Und sie hat ausgesehen, wirklich, als wäre sie ein Spion aus dem Ostblock, statt dort mit einem Plastikschlitten in der Hand und wartet auf mich. Sie ist mit mir Fußball spielen, Basketball spielen, also hat mich auseinandergenommen Basketball. Also meine Großmutter ist mit Mitte 80 hat sie den Nachtzug genommen von Zagreb, um an meine Premiere ins Comedy House in Zürich zu kommen. Es hat sogar ein Interview gegeben für, wer ist es? Ich glaube, Glanz und Gloria ist gekommen. Ich habe übersetzt, sie hat das Interview gegeben und sie ist in der ersten Reihe gesessen. Also darum, das ist, glaube ich, wirklich sehr sinnbildlich für ihren Charakter. Also, wenn sie etwas will, dann gibt es gar kein Hindernis. Dann fahrt man halt die 15, 20 Stunden. Das war etwas ganz Spezielles, weil es war halt der erste abendfüllende Auftritt allgemein. Eltern und Großmutter im Publikum. Ja, das war sehr, sehr speziell, wirklich. Den Rückhalt zu spüren und auch zu sehen, dass sie Freude hat an dem, was ich mache, dass sie das wertschätzt, das ist viel mehr. Also mehr kannst du nicht wünschen von deiner Familie. Ich muss sagen, Rechtswissenschaften ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Als 2 Meter grosser Balkaner ist es noch etwas spannender. Weil du musst nicht nur auf schwere juristische Fragen in kurzer Zeit eine Antwort finden. Nein, du musst auch mit dem leben können, dass am Gericht niemand glaubt, dass du der Praktikant bist, sondern sich alle fragen, was? Ist der Beschuldigte schon da? Okay. Nein, also sie waren von Anfang an stolz darauf, weil sie gesehen haben, dass das etwas ist, was mich erfüllt.
und mir auch gut tut. Es ist auch sehr autobiografisch, also eben mit dem Verarbeiten von der Herkunft, vom Aufwachsen in der Schweiz, von der ganzen Integrationsgeschichte, mein Verhältnis zu den Eltern, also alles wird dort irgendwie direkt oder indirekt behandelt. Ich weiss auch nicht, ob sie sich immer beliebt machen im Pausenräumchen, wenn sie stundenlang von mir erzählen. Oder den Leuten Videos zeigen, hey, schau, nur 12 Minuten, schau, da wird es lustig. Nein, ich glaube, so schlimm sind sie nicht, aber ich glaube und ich hoffe, sie sind stolz. Ja, das Coolste war, nach meinem ersten Auftritt sind gerade ein paar Leute zu mir gekommen und haben auf der Bühne gesagt, also, wo ich noch nicht mal runter, also richtig runtergekommen bin, haben sie gesagt, komm, wir haben dort eine Openstage, komm doch zu uns. Und der Dani Gundelfinger, der Besitzer oder früherer Besitzer vom Comedy House, hat mich direkt eingeladen, so eine Newcomer Night. Und das ist eigentlich mein zweiter Auftritt, das war eigentlich ein bezahlter Auftritt gewesen. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, was ist los? Also, ich habe gerade vor ein Studium irgendwie angebracht und ich zeige ihnen nachher so auf dem Handy das Video vom ersten Auftritt. Und mein Vater sagt, hey, das ist im Fall sehr gut. Ich sage, also, kannst du ehrlich sagen? Wirklich, nein, das muss ins Fernsehen. Ich sage, ja, übertrieb. Also, ich war mega stolz gewesen, aber ich habe nicht gedacht, dass er das so cool findet und meine Mutter ebenfalls. Und wenn ich dann noch gesagt habe, dass mein zweiter Auftritt irgendwie, dass ich da Geld bekomme, also nicht viel, aber so, es war nicht gratis gewesen. Und dann haben sie gedacht, okay, also, dass du bezahlt wirst zum Witz erzählen, das ist für mich etwas ganz Neues gewesen. Ich glaube, der Familienzusammenhalt und die Unterstützung von meinen Eltern hat bei mir den Effekt gehabt, dass ich den Mut hatte, etwas zu wagen. Also, du hast viel mehr Selbstsicherheit in dem Sinn und viel mehr Mut, um mal etwas zu probieren, wenn du weißt, hey, Leute stehen hinter mir, wenn es Herd auf Herd kommt, sind sie da für mich und trösten mich im schlimmsten Fall. Und wenn es super läuft, dann pushe ich das nochmal hin, dann können wir zusammen feiern. Wo ist deine Gitarre? Gerade da hinten. Ja. Dann bringe ich das mit. Und easy, perfekt, ja. Es läuft. Nicht viel bei dir. Ich muss dir noch einen Witz erzählen, ist gut. Du musst aber lachen. Ich bin nicht gerade ein richtiger Musiker, ich kann es nicht mit meinem Ohr, sondern brauche eine geile App zum Gitarre stimmen. Ich suche aber noch das Mikrofon. Allgemein im Leben hast du ja immer Selbstzweifel, vor allem wenn du vor Leuten anstehst und Witz erzählst und keiner lacht. Und dass du dann eine ehrliche Meinung hast. Also meine Eltern haben mir nicht immer gesagt, hey, es ist alles super, was du machst. Aber ich habe immer gewusst, ich kann auf ihre ehrliche Meinung zählen und halt auf die bedingungslose Liebe. Und das hat dich mega aufgebaut in Momenten, die schwer waren und dich zum Weitermachen motiviert. Ohne das, es fühlt sich einfach wie leichter an. Eine Niederlage ist ein Teil der Niederlage und ein Sieg ist ein Teil der Sieg, der dich halt noch mehr motiviert. Und das alles halt wieder rein. Ey, falls während meinem Auftritt ein Goal passiert, Kroatien gegen Argentinien, könnt ihr mich schnell auf Stumm stellen und mir eine Durchsage machen. Das wäre mir eigentlich sehr, sehr wichtig. So, Soundcheck ist rum. Da ist er, mein Primarlehrer, erster bis dritter Primar, der Herr Wertmüller. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn begrüßen soll. Ich kann nicht sagen, hey Beat, ich muss schon sagen, Herr Wertmüller, grüezi. Wie geht's? Ja. Man ist befördert zum Kindergärtner und nachher zum Opa. Das ist doch mega schön, ja. Ja, das ist schön. Es ist gerade so ein schönes Gefühl da zu sein. Also mega, mega komisch, ich habe das Gefühl, ich bin wieder wirklich... Du weißt noch wo, oder? Ja, ja, absolut. Auf und dann ganz oben, glaube ich. Also man könnte ja nur gehen, Antwort. Ja, mega gerne, ja. Ich musste immer vor dem Kinski in Deutschunterricht gehen. Mit allen anderen, die halt zu Hause andere Sprache reden. Und ich weiss noch, es war etwas vom Langweiligsten, was es gibt. Also ich habe dort fließend wirklich fast Berndeutsch geredet. Ich bin an diesem Tisch gesessen. Also, da hat es einen Tisch gegeben. Und das mit dem. Ah, so cool. Der Adventskalender hat es auch immer bei uns gegeben. Sehr viel. Ja, genau. Mit dem Wichteln und so weiter. Er war einfach sehr dabei gewesen. Hat eigentlich voll mitgemacht. Ist aber sehr bescheiden gewesen. Aber für die anderen gleich ein Vorbild. Und weil er natürlich so gross war, okay, haben alle Buben ein bisschen an ihm aufgeschaut. Er war auch der Beste von den Buben.
Mädchen hatten ein paar Konkurrenten. Ja, ja. Ein bisschen besser gewesen. Habe ich aufgegeben. Also mit denen haben wir gar nicht verglichen. Ja. Er hat es gar nicht gemerkt, dass er einer der Vorbilder ist. Und er hat es auch nicht wollen sein, oder? Eben, Bescheidenheit ist bei ihm. Bescheidenheit, Dankbarkeit, das sind die zwei Wörter, die mir in den Sinn kommen. Wir sind jetzt den Tisch sozusagen am umschieben, dass es genau wieder ist, wie als ich in die Schule gegangen bin. Ja. Und ich bin da gewesen, das war der Flavio. Das Pult von Herrn Wertmüller war hinten und immer übermotiviert am Aufstrecken und dann da. Er hat sogar mal hinten schauen. Ja, ja, mein Senf dazugegeben zum Ganzen. Also das sind, ich weiß nicht, ob ich die schon geschickt habe, doch, die Klassenfotzen. Wow. Deswegen, wenn man hier eine Spezialrolle hat. Das ist die konventionelle. Oder? Genau, das genau. Kann ich schön darstellen. Aber die Version gefällt mir ein bisschen mehr. Ja. Ich weiß nicht, was ich mir da überlegt habe, aber ich habe gedacht, komm, wieso nicht lass sie vor alle anderen liegen? Übrigens wegen seiner Deutschkenntnis, also die Anekdote hast du schon erzählt. Ich glaube, also... Wir haben ja Buchstaben für Buchstaben gelernt, immer mit dir zusammen und Maria zusammen und einer Geschichte zusammen. Und dann haben wir den Buchstaben A durchgenommen und ich habe gesagt, sie könnte mir A-Wörter sagen. Das ist natürlich auch Aff, Ameisen, Arbeiten, streckt der Sven auf und sagt Assoziieren. Ich habe einfach mal leer geschluckt und gesagt, hey, was, Bibi, bitte. Ja, was ja. Ich habe gefragt, weißt du, was es heisst? Und dann konnte es mir erklären, was es heisst. Es war sehr wichtig, was für Noten ich hatte. Das war auch von zu Hause aus immer klar, hey, gib dir Mühe. Also anstrengend wird es auf jeden Fall, ob du jetzt schlecht bist in der Schule oder gut. Also mach es einfach gut. Und ich habe mir immer Mühe gegeben. Und es hat mich auch alles interessiert. Also es interessiert mich heute noch sehr viel. Und ja, Streber kann man glaube ich schon sagen. Sagen wir, cooler Streber, aber das ist genau, was der schlimmste Streber sagen wird. Darum, ja, ich bin Streber gewesen. Die Begeisterung, mit der er Unterricht gegeben hat und das Eingehen auf jeden einzelnen Schüler und Schülerin, finde ich einfach bis heute noch sind sehr schöne Erinnerungen. Er hat mir sozusagen so einen Eintritt ins Bildungssystem gegeben, der halt so wichtig ist, wo Freude macht und nicht, wo ich mit schlechten Gefühlen assoziiere. Wir sind in einer Minute. Wir sind in einer Minute auf der Bühne, sorry. Aber komm einfach rein, ich habe Ihnen gesagt, dass du später kommst. Okay, Dobro. Du gehst jetzt auf der Bühne schon? Ja, ja. Ich bin voll. Also, es ist eh schon spät, um sich seriös vorzubereiten. Eine gute Show. Gleichfalls. Danke schön. Ich würde dir filmen, die sind viel spannender. Wenn es ja lustig ist, dann soll es ausstrahlen. Ich kann wirklich nicht gut singen. Ich kann auch nur etwa 3 gehört. Ich bin sozusagen der Peach Weber mit Migrationshintergrund. Danke. Die Kollegin nennt mich auch Peach Weber, aber das ist ein anderes Problem. Ja, ich sehe mich halt wieder als ich singe Kroat, Serb, noch Schweizer. Also so, wenn ich wähle, also das Gespräch hatte ich mit ziemlich vielen Sekunden und meine Einstellung ist so ein bisschen, dass ich mich eigentlich am wohlsten in der Diaspora fühle. Also ich habe am meisten gemeinsam, sagen wir, mit Leuten, die ein ähnliches Schicksal haben und da ist es eigentlich egal, von wo die kommen. Also wenn ich an einem Tisch sitze mit irgendwie 2 Kurden, einem Türken, einem Albaner, einem Serb und einem Portugies, die aus Zürich sind oder aus der Schweiz, dann habe ich das Gefühl, haben wir uns mehr zu erzählen und haben Ähnliches durchgemacht, als wenn ich jetzt mit 5 Kroaten aus Zagreb an einem Tisch sitze oder mit 5 Schweizer aus einer ganz anderen Region. Also das ist so ein bisschen die Diaspora-Gemeinschaft, wo, und eben an diesem Tisch sitzen 100% nur 1-2 Schweizer, die mit uns allen aufgewachsen sind, die das genau kennen. Und dort fühle ich mich, das ist für mich so wirklich das Heimatgefühl. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es bei der Diskriminierung auch dumm gesagt, eine Hierarchie hat. Also, je fremder du wirkst, desto fremder wirst du behandelt, obwohl du vielleicht genau gleich Schweizer bist wie alle anderen. Also, es fängt bei der Hautfarbe an, geht über die Religion, jetzt auch über das Geschlecht. Das kann ich jetzt nicht sehr viel sagen, aber ich sehe europäisch aus.
könnte als Schweizer durchgehen. Ich komme aus einem christlichen Land, habe sogar einen schwedischen Vornamen. Also das sind alles Sachen, die helfen, um in der Schweiz nicht auf den ersten Blick ganz fremd zu wirken. Also da habe ich sicher einfacher gehabt als vielleicht Kollegen, die aus einem anderen Land kommen, die anders aussehen, als man sich einen typischen Schweizer vorstellt. Es war wirklich mega speziell. Also da bin ich, seit ich 3 bin, bei 3 bis 10, haben wir da gewohnt. Oben links dort bei dem Balkon. Ja, ich weiß nicht, es ist schon speziell. Also, wenn du jetzt überlegst, 3 bis 10, ist eigentlich nur 7 Jahre oder so. Aber ich habe das Gefühl, es war eine ganze Ewigkeit, als wir da waren. Also, ich habe nie gespürt, dass ich nicht von da bin. Also, keine Sekunde. Weil wir sind eh alle recht durchmischt, was die Herkunft angeht. Und auch wenn nicht, hat es niemand interessiert. Also, wichtig war, traust du dich vom höheren Häuschen runtergumpen oder nicht? oder wie schnell kannst du runterschlitteln? Und alles andere war egal. Gut, wichtig war, hast du ein Nintendo zu Hause oder nicht? Weil dann plötzlich hast du sehr viele Kollegen gehabt. Da bin ich wirklich seit seit etwa 20 Jahren wahrscheinlich. Bin ich nicht mehr da und ich habe mega schmunzeln, weil von diesem Baum bin ich wirklich runtergefallen. Das ist wirklich, der Baum steht immer noch. Ich stehe auch immer noch, von dem her ist alles gut. Und aus diesem Fenster da oben hat meine Mami dann immer gerufen, wenn ich nach Hause kam vom Spielen, was 4 Meter Distanz waren. Von dem her alles sehr, sehr ungefährlich gewesen. Oh, das ist für mich mega peinlich, aber ich weiss jetzt noch, es hat eine Phase gegeben, als ich Tom und Jerry so geil gefunden, dass ich meine Mutter überzeugen, dass sie mich Jerry nennt im Fall. Wow. Und dann habe ich genau den Kindern erzählt, ich würde Jerry heißen. Und dann rief sie so Sven. Und ich so, wer ist denn der Sven? Keine Ahnung. Dann bin ich beschämt heimgelaufen. Da ist mir im Fall wirklich jetzt in den Sinn gekommen. Ich habe das Jahrzehnte vergessen. Ja, Wehmut kommt, es kommt schon eben eine gewisse Melancholie auf, dass einfach die Zeit vorbeigeht irgendwie. Also jetzt checkst du halt, es sind Jahre vergangen, aber irgendwie bin ich glaube recht froh, weil ich das Gefühl, ich habe ziemlich viel von dieser Begeisterung und von dieser Freude irgendwie können, sagen wir, ins Erwachsenenleben retten. Also es hat sicher Sachen gegeben, die ich mit mir selber haben müssen, irgendwie ein bisschen ins Reine kommen. Also wenn ich sage, es hat nichts gegeben, was schwierig war, dann war es mehr in dem Kontext, wo man sich vielleicht vorstellt als Außenstehender, hey, du bist als Ausländer in die Schweiz gekommen und jetzt hast du Diskriminierung und das ist eigentlich dein Struggle sozusagen. Bei mir war es aber der andere, dass ich in die Schweiz komme und von Anfang an mich locker eingelebt habe und dass ich dann für gewisse Leute oder gewisse Kreise zu wenig balkanhaft war. Und ich habe dann immer wollen, vor allem als Jüngere, immer wollen ein bisschen beweisen, doch, ich bin auch mega ein Kroat, ich bin auch mega ein Serb oder ein Bosnier oder was auch immer. Und das hat wirklich ein paar Jahre gebraucht, bis ich akzeptiert habe oder sagen wir selbstbewusst auch einfach die Art von Balkanhaftigkeit können vertreten, die ich habe. Also es ist ein Teil von mir, ein entspannter Teil, wo ich voll dazu stehe, aber es ist jetzt nicht mega prägend. Und ich kenne genau gleich viel irgendwie lustige Schweizer Ausdrücke wie saftige Balkanfluchwörter, vor allem nach dem Lernfahren mit dem Vater. Und viele oder oft ist das nur so, was tust du, als wärst du ein Schweizer? So. Kollege, also ich habe Schweizer Elemente in mir, ich habe Balkan Elemente in mir. Also erstens, was weißt du mir nicht, was ich zu machen habe? Und zweitens, wir leben in der Schweiz. Also du nimmst auch etwas von dieser Gesellschaft auf. Und das ist absolut normal und schön. Und in der Comedy habe ich am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, was sagen die anderen Balkaner? Bin ich dann ein Verräter, wenn ich einen Witz darüber mache? Oder was sagen die anderen Schweizer? Darf ich einen Witz machen über Schweizer? Und bei der Comedy war es einfach, ich mache es so, wie ich es fühle, ich schaue, wie es ankommt. Und ich habe gemerkt, die meisten Leute sind eben genau auch so drauf. Und in diesem Lied geht es jetzt darum, ich habe vorher immer so Klischees benutzt, ich habe immer so Ausländer als aggressiv dargestellt und Schweizer als konfliktscheuch, aber das ist überhaupt nicht so in der Realität. Vor allem an einem Tag, da ist auch der Schweizer scheißegal, sie gehen einfach voll rein, geben alles und das hat mich inspiriert zu dem Lied und das Lied heisst «Ein Tag ohne Regeln». Vielleicht schon abziehen, dass das meine Gitarre schlägt oder so. Das ist übrigens eine Konfirmationsuhr, einfach, dass ihr es wisst. Ich wünschte, das wäre ein Rolex. Wäre es ein Rolex, wäre ich nicht da am Auftreten. Konfirmationsuhr übrigens nicht von mir, sondern von so einem Sieg, der seine Wertsachen schlecht versteckt in der Turnhalle.
Auch falls wir da Balkaner haben im Publikum, ich habe vorhin jetzt schon einen gesehen, wenn ihr Geld werfen wollt, wie unten, dann bitte einfach keine Münze, weil das tut sehr weh. Geld kleben ist easy, zuerst auf die Noten spucken, dann drauf, nicht zuerst da spucken, das ist ein bisschen abgelegt. Und es sind 100 Stutz, dann könnt ihr da spucken. Also, ein Tag ohne Regeln. Wir Schweizer sind zurückhaltend und zivilisiert. Gewalt ist da verpönt und wir sind gut integriert. Gewalt ist da verpönt, wir sind schließlich kein wilde Tier. Doch auch bei uns gibt es eine Ausnahme, das Grümpelturnier. Oder dem Grümpi, egal wo du bist, in welchem Kanton, hast du immer die gleichen Leute. Und ich singe jetzt mal einfach über den ersten. Bei den Junioren war der Dragan Topscorer, doch er war leider beim Geburtsdatum nicht sehr ehrlich gewesen. Ich glaube, er hätte können merken, er ist älter als 12 Jahre. Der Dragan hat einen Vollbart und besitzt 2 Shisha-Bars. Aber die Schweizer sind nicht besser. Hampi hat sich gehen lassen und sich ans Bein gegriffen. Der Schiri hat nicht gezögert und gerade penalti gepfiffen. Wieso bekommen die Jungs vom Hampi immer, was sie wollen? Ja, der Hampi ist sympathisch und auch Gemeindepräsident. Kommen wir zu den Italienern, die sind auch nicht immer besser. Für den Gianni ist Spiel bis jetzt wirklich sehr gut gelaufen. Er hat gerade vorher per Fallrückzieher nochmals sehr schön getroffen. Doch dann sieht er den René und bewegt sich völlig steif. Das passiert noch oft, der René ist IV-Detektiv. Scheiß René. Es hat aber auch Platz für romantische Momente. Die Kathrin lacht der Rudi an, wo sie seit der Schulzeit kennt. Doch plötzlich wird er umgehauen, der Rudi schreit nur an. Der Urs hat ihm einen Kopfnuss gegeben, ist der Kathrin ihr Mann. So ein dummes Lied, ich lieb's. Und Laura freut sich auf die Party nach dem Fußballteil. Und der Ekrem ebenfalls, weil er findet Laura schon noch schön. Klar, dass alle an der Party spitz und besoffen sind. Darum gibt's 9 Monate später sogenannte Grümpi-Kinds. Danke, meine Damen und Herren, das war's von mir. Ihr seid super gewesen. Merci, Benno. Danke, Günther. Danke, lieber Sergio. Ihr seid super. Merci. Ja, bei den Comedy habe ich wirklich das Gefühl, dass ich am richtigen Ort bin. Also nicht jeder Auftritt ist wegen dem phänomenal und Standing Ovation, aber ich habe das Gefühl, das, was ich kann, so von Natur aus irgendwie, das ist etwas, wo, ja, auf einer Bühne zur Geltung kommt irgendwie und wo mir liegt. Und darum arbeite ich mega gerne dran. Und wenn ich dann noch sehe, dass das die Leute wirklich gut aufnehmen und Spass daran haben, dann ist das eine mega grosse Befriedigung. Aber es ist halt hart, weil ich glaube, das Schwere an dem Ganzen ist, dass du halt vor, weiß nicht, im Zelt sind es 400 Leute oder so, du stehst dort an und machst dich eigentlich wirklich nackt. Also du stehst mit deinem Namen und Nachnamen dort an, erzählst deine Story, also du gibst dich, du hast all deine sozusagen Panzer und Schutzmechanismen, die du eigentlich hast, auf die Seite. Und wenn die Leute das akzeptieren, dann entsteht eine mega coole Bindung. Und das ist an dem Abend passiert im Zelt. Und wenn es halt nicht passiert, dann tut es halt wirklich mega weh, weil du hast dich halt verletzlich gemacht. Aber eben, no risk, no fun, wie man sagt. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich probiere auch irgendwie keine Ansprüche zu stellen oder so irgendetwas. Ich probiere einfach wirklich, es klingt mega wie ein Floskel, aber mein Bestes zu geben und jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt. Voll Energie geladen durch den Tag und dann schauen wir, was passiert. Also, aber wenn es so weitergeht, wäre ich natürlich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja.